Hallöchen, ganz herzlich willkommen zurück. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die nächsten Master-Schlüssel, denke ich zumindest. Wir haben jetzt ein Buch gefunden, welches in einem Dach versteckt wurde. Und das soll uns wohl zu dem nächsten Schlüssel führen. Und der Schlüssel befindet sich jetzt auf einem Turm, oder was? Oder ist der oben der Eingang? Das geht natürlich auch. Ah ne, da komme ich gar nicht hin. Da müssen wir hier mal ein bisschen nach rechts. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die Engelsburg aus Brotherhood. Die war zwar etwas dicker noch im Umfang. Aber erinnert mich gerade irgendwie stark daran. Oh, da bin ich so gerne mal aufgeklettert. Die Engelsburg war der höchste Punkt in Brotherhood. Soll ja wohl die am schwersten bewachteste Festung gewesen sein. War dort nicht wirklich der Fall, wenn man erstmal raus hat, wie es funktioniert. Denn die Wachen sind teilweise dann doch schon ziemlich blöd. Klingt hart, ist es auch. Denn da ist eine Tour. Und da ist ein Aussichtspunkt. Nee, doch nicht. Ah, hier waren wir ganz am Anfang drauf, ne? Also die Wachen sind ziemlich blöd, weil wenn man da 3 Meter weg steht, haben die oft einen nicht gesehen oder sowas. Das ist, oder da fällt eine Wache vor denen runter. Da schlägt man auch keinen Alarm. Das passiert mal des Öfteren, dass Wachen einfach mal... Hä? Habt ihr gesehen? Da war eben links so ein Symbol. Ein Bug. Oh nein. Ja, der Eingang ist diesmal wirklich auf einem Turm. Auch gut. Gut, rein da. Jetzt müssten wir ja eigentlich runterspringen, ne? Also wenn wir jetzt eine große leere Halle vor uns haben, dann ist das ein bisschen unrealistisch. Erst steigen wir auf dem Turm rauf und dann sind wir da unten. Was soll das? War der von außen auch so breit? Soll das der Umfang des Turms sein hier? Galataturm. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Galataturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Den Level in weniger als 6 Minuten beenden. Holy shit. Na gut, ich gebe mein Bestes. Aber wir dürfen entdeckt werden, das ist auch gut. So, jetzt geh doch mal hier so. In 6 Minuten, das schaffe ich eh nicht. Hallo, kommentieren und dazu in 6 Minuten hastig da durchrennen? Nee, komm, das funktioniert nicht. Epische Zwischensequenz hier. Wird Ezio es schaffen? Das seht ihr im nächsten Part. Nein, natürlich nicht. Geile Musik. What the fuck? Oh, was ist das denn? Sehr cool. Mit Rutschsequenzen. Das fand ich komplett neu. Das gibt es in vielen anderen Spielen auch, aber das ist in Assassin's Creed, das ist neu. Er hängt ab. Mensch, Ezio, du hast zu tun. Du kannst ja nicht immer abhängen, Mensch. Echt episch. Die Höhle unterhalb von Galata. Was soll ich nennen? Soll ich da hoch? Ja, ne? Jo. Das ist gerade eine seltsame Perspektive, weil die Kamera... Die Kamera sucht sich gerade selber aus, wohin sie will. Wie weit wir hier wegzoomen, ne? Der kleine Ezio da. Das soll ich schaffen? Tja! Ezio schafft alles. So, jetzt hier natürlich hoch. Nein, nicht. Doch nicht. Achso, hier runter. Hey, wozu hat man die Hakenklinge? Ah, es geht auch schneller. Okay, einfach Dings gedrückt halten. Ah, okay. Oh, das ist doof, dass man sich hier die Perspektive nicht selber aussuchen kann. Das Spiel schreibt... Jetzt kann ich es wieder. Das Spiel schreibt einem vor, wohin man gucken soll. Aber Wachen sind hier wirklich nicht. Also das ist wirklich hier nur Rennen. Aber ist gut. Und ich wollte gerade sagen, wir müssen hier wohl irgendwie irgendwo hochklettern. Und ich würde mal sagen... Hier sieht ganz gut aus. Nein, doch nicht. Was sieht denn hier so aus, als wenn man es besteigen könnte? Das nicht. Warte mal, von da kamen wir.
Hier auch nicht. Hier. Das sieht gut aus. Ja, was? Was drücken Sie in der Bewegung, um einen weiten Sprung auszuführen? Okay. Das war knapp, Mensch. Soll ich jetzt da hoch oder so? Nee. Ich soll darüber. Hierpa! So. Und jetzt so dahin und. Hä? Ich glaube, das war nicht das Rätsels Lösung. Denn jetzt sind wir wieder hier. Verdammt! Hä? Wie soll ich denn hier weiterkommen? Ach, da rumklettern. Ach, natürlich. So. Jetzt schwingen wir hier. Und Sprung und Sprung und Sprung. Okay, also wenn man das weiß, wie es geht, dann schafft man das locker. Also würde ich mal sagen, in 6 Minuten. Aber wenn man das hier natürlich zum ersten Mal macht, dann ist es auch machbar. Ganz klar. Aber es ist schwieriger. Aber ich gebe mein Bestes hier. Jetzt soll ich das soll er schaffen. Ach, tatsächlich. Ja, das ist natürlich ein bisschen einfach. Das Spiel gibt einem ja total vor, wohin man soll oder so, ne? Also, wenn man sich nicht so dusselig anstellt. So, hier klettern wir eben hoch. Dann hier ran. Dann da rauf. Und dann da hoch. Hoppa. Danach sollen wir schon den Schlüssel haben, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre ja für einen Schlüssel ein bisschen einfach. Ne? So, hier nochmal eben mal ranhängen. Da unten ist eine Truhe, aber komm. Die lassen wir dann einfach mal Truhe sein. Oh, ein epischer Wasserfall. Ach, jetzt dürfen wir da durch. Ha! Checkpoint erreicht. Das ist ziemlich linear gerade, ne? Also man hat eigentlich nur eine Möglichkeit, kann das sein? Ich glaube schon. Tja. So. Hier hoch. Darauf. Und darüber. Zwischensequenz. Das Spiel wäre in diesem Moment zu Ende, hätte er es nicht geschafft. Und jetzt hier wieder ran. Oh, ich dachte, er springt daneben. Mensch. Und jetzt darunter, ja? Anscheinend. Halt dich fest, Mensch. Halt dich fest. Und hopp. Und die stürzt doch garantiert ein. Achso, nee, die ist ja schon so halb kaputt. Aber solche Brücken müssen einfach mal einstürzen. Das ist so dieses Hollywood-Klischee. In Actionfilmen, die stürzt immer ein. Oder geht zumindest kaputt. Oder irgendjemand trennt die Brücke an der einen Seite ab. Irgendwas ist doch immer. So viel zum linearen. Ah, ne, hier rüber. Das schaffe ich. Ja, wollte gerade sagen, da ich habe, man hat schon die Zeit gehört im Hintergrund. Dann mal sehen, wie weit es noch ist. Dann kann ich ja mal einschätzen, ob das gut machbar ist oder ob man wirklich richtig hetzen muss. Was will denn die Kamera, wo ich hin? Da. Eine echte Kletterpassage hier, was aber nicht wirklich schwer ist. Und das soll ein Massivschlüssel sein? Kann ich mir gar nicht richtig vorstellen.
Naja. Oh, what the fuck? So. Und hier kommt auch die Hakenklinge oft zum Einsatz. Kafums. Oh nein. Das stürzt doch ein. Nein, Mensch, Erzieher. Du sollst daran nicht springen. Schnell, schnell, schnell. Ah, das war so klar. Nein! Jetzt fallen wir runter und müssen nochmal von ganz von vorne anfangen. So, wenn ich jetzt eine Kiste sehe, dann sammle ich sie auch ein. Jetzt ist volle Synchronisation eh schon vorbei. Um verborgene Geheimnisse zu entdecken. Okay, ist das hier schon das Ende? Da war aber der erste Massivschlüssel wesentlich schwerer. Da sind Türen, aber vorher ist hier noch eine Kiste. So. Jetzt sollst du hier drücken. Er weiß, welchen Stein er drücken muss. Achso, da ist ein Symbol drauf, okay. Da ist er wirklich schon. Mensch, okay, das hat man wirklich in 6 Minuten geschafft. Cool, das schaffe ich vielleicht sogar noch. Ey, yo, dann können wir sogar noch die nächste... Alter, ihr müsst ja zumindest mal anfangen, was wir schaffen, mal sehen. Und jetzt gehst du alleine hier raus, oder? Ja, du findest alleine raus. Ist ja ganz klar. Wir teleportieren uns nach oben. Milizen sind nur, sind die einfach Gegner, denn sie sind nur leicht gepanzert. Nee, andersrum. Sind leicht gepanzert und lassen sich leicht eliminieren. Aber das wussten wir auch schon. Beachtet den Mann nicht. Ich komme des Öfteren aus Ghoulis geklettert. Ich bin hier der Abflussreiniger, genau. So sieht der aus. Schwer bewaffnet, immer. Diese fiesen, dicken Ratten, ey, die haben es manchmal so in sich. Da muss man mit so einer Bewaffnung darunter gehen. Und ihr habt mich gar nicht gesehen. Jo, dann guck mal auf die Karten. Da kommt schon wieder die... Oh, das wollte ich jetzt... Jetzt wollte ich ein böses Wort sagen. Ein böses Wort, aber ich klemme es mir mal. Meister-Assassin-Mission, Meister-Assassin-Mission. Den Templer. Ist es der letzte Templerturm? Ich glaube schon, wa? Der letzte Templerturm? Nee, kann nicht sein, oder? Hm, wer weiß. Vielleicht schon. Ist möglich, ja. Ist möglich. Ist auf jeden Fall möglich. Aber wir machen jetzt erstmal hier die Altair-Mission weiter. Also die zweite. Ihr habt sicher etwas. Ich will doch nur meine Familie. Ja, weiß ich doch. Oder eure. Oh, ich muss noch eine Hütte fegen. So, ich will mal eine Bombe werfen. Ist das das? Ich will einfach mal so eine Bombe werfen. Nee, das lohnt sich nicht. Doch, hier rein vielleicht. Ihr lasst uns hoffen, Freund. Wisst, dass unsere Herzen bei euch sind. Möge Gott euch beschützen. Drei habe ich getroffen. Und tanzen, los, tanzen, Baby, tanzen, tanzen, tanzen. Ich gebe euch den Beat. Los, ihr dann setzt ab. Ihr fallt dumm und auf den Boden weiter. Yeah, das ist der Boden-Dance. Und jetzt ist er schon vorbei. Oh Mann, nein, du solltest die Kiste, Mensch. Die sind doch voll auf Droge. Die stehen nicht mehr rauf. Nein. Hör die Truhe schon auf? Verschwindet. Das ist ja ekelhaft. Die Truhe schon auf. Ey! Hier war jemand schneller als ich. Oh, verdammt. Hier ist immer Hasse. 182 Schritte. Komm, das schaffen wir so. Ach, das schaffen wir so. Mensch, Yusuf haben wir jetzt schon lange nicht mehr gesehen, ne? Was macht ihr denn? Ist der ausgewandert? Hey, macht euch das Spaß? So ein bisschen Spaß, ja, doch, doch, doch. Kann man schon so sagen. Ach, jetzt kommt die Stelle wieder, ne? Oder?
Wo wir hier so auf die andere Seite müssen? Ja, genau, das ist die. Der mutige Selim hat seine Wunden lange genug gelenkt und eine Armee. Nun, das ist eine richtige. Im Akkordtempo macht er das. Und jetzt können wir da hoch. Ups, verdammt, Scheiße. Moderne Barmherzigkeit. Alter, ihr, ich komme. Bin ja mal gespannt, was jetzt kommt. Ja, ich habe die Desmond-Erinnerung auch nicht vergessen. Das nehme ich gerade schon wieder in der Woche auf. Und da habe ich immer keinen Bock darauf. Hier ist es ja. Gut, wieder an unseren Schreibtisch setzen. Oder? War doch hier, ne? Ja, genau. An unseren heiligen Schreibtisch. Den Schreibtisch Ezios. Und hier ist sogar ein Arzt? Ne, der ist außerhalb, ne? Ja, die Frames ist hier so, ja. Die mögen das hier nicht so. Da ist halt der Schreibtisch. Gut, setzen wir uns mal ran. Oh, wieder in dieser Soldo-Matrix. Oh yeah. Wie in der Disco. Ihr hieltet Feuer in der Hand, alter Mann. Es hätte zerstört werden müssen. Und damit das einzige zerstören, das die Kreuzzüge beenden und wahren Frieden schaffen kann? Niemals. Vergebt mir, mein Lehrmeister. Doch der Apfel hat euch verdorben. Und durch euch hätte er uns verdorben. Ihr musstet sterben, damit wir leben können. Ich habe das Ende von Assassin's Creed 1 nie gespielt. Ist der Zauberer tot? Ist es wahrhaft vorüber? Schäme mich. Er war kein Zauberer. Nur ein einfacher Mann, der Illusionen erzeugte. Ist das Holz geschichtet? Ist es, aber... Altair, einige der Männer werden das nicht gutheißen. Überlass das mir. Ach, die wollen wir jetzt verbrennen? Ach so. Des Mentors Totenwache. Altair hatte seinen Mentor Al-Mualim eliminiert, da dieser die Assassinen betrügen wollte. Vergewissern Sie sich, dass Al-Mualim wirklich tot ist und die Assassinen verstehen, warum er sterben musste. Nicht mehr als 3 Synchronitätspunkte verlieren. Was sind denn Synchronitätspunkte? Könnt ihr ein Pferd reiten? Kann ich. Ja. Ich bat Malik, die Kunde von Al-Mualims Tod in Jerusalem zu verbreiten. Was für ein Würdet ihr nach Akkon reiten und das viele hier stehen? Natürlich. Was geschieht hier? Lasst mich durch. Hier, wollt ihr einmal riechen? Na, willst du riechen? Willst du riechen? Nein? Nee? Gut, besser so. Wie viele Lebenspunkte wir haben, ne? Krass. Du mal schnuppern, hier. Ja, da, guck mal. Guck mal, da, guck mal. Guck mal. Kannst reingucken. Guck, 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 guck. Wie konnte es dazu kommen, Ola? Vor allem der Körper ist auch so steif, ne? Der hängt gar nicht runter da an der einen Seite. Das glaube ich nicht. Was ist hier geschehen? Unser Mentor täuschte uns alle. Die Templer verdarben ihn. Wo sind eure Beweise? Kommt mit mir, Abbas. Ich erklär's euch. Und falls mir eure Antworten nicht reichen? Ich rede, bis ihr zufrieden seid. Erinnert ihr euch an das Artefakt, das wir Robert de Sable abnahmen in Salomos Tempel? Das Artefakt, das ihr beschaffen solltet und andere brachten? Ja, es ist eine Templerwaffe. Der Edenapfel. Es erzeugt Illusionen und beeinflusst den Verstand. Eine tödliche Waffe. Und ihr glaubt, Al-Mualim stand unter seinem Zauber? Jawohl. Heute benutzte er den Apfel, um Masyaf zu versklaven. Ihr habt es doch selbst gesehen. Ich weiß nicht, was ich sah. Hört zu, Abbas. Der Apfel ist sicher in Al-Mualims Kammer. So ich fertig bin, zeige ich euch, was ich weiß.
Altair! Nein! Ich muss sicher sein, dass er nicht zurückkehrt. Das ist gegen die Regel. Eines Mannes Leiche zu verbrennen ist verboten. Der Frevler! Hört mich an! Diese Leiche könnte eines von Al-Mualims Phantomen sein. Ich muss sicher sein. Lügen! Schon euer ganzes Leben beschmutzt ihr unser Credo. Ihr beugt die Regeln, wie es euch beliebt, während ihr die um euch herabsetzt und beleidigt. Zügelt ihn! Hast du nicht gehört? Al-Mualim war verhext. Wow. Werde ich jetzt angegriffen? Ich soll im Zielgebiet bleiben. Stopp! Ganz schnell mal ins Menü, denn der Part ist zu Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei der Altair-Mission wieder. Gut, bis dahin. Tschüss.